Es geht los, es geht los. Es geht los. Hallo allerseits. Na, sitzt ihr bequem? Dann können wir ja anfangen. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber. Und die andere musste alle Arbeit tun. Das arme Mädchen musste täglich so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Einmal war die Spule so voller Blut, dass sie sich bückte, um sie im Brunnen abzuspülen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Das Mädchen wusste nicht, was es anfangen sollte, und in seiner Verzweiflung sprang es in den Brunnen hinein. Es verlor die Besinnung, und als es wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese. Es kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief: Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Da holte es alle nacheinander heraus. Danach kam es zu einem Baum, der hing voll Äpfel und rief ihm zu: Ach, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte es den Baum, bis keiner mehr oben war. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit ordentlich tust, so soll es dir gut ergehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle. Das Mädchen willigte ein. Es schüttelte ihr das Bett immer gewaltig, auf das die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Doch nach einiger Zeit merkte es, dass es Heimweh hatte. Die Frau Holle nahm es darauf bei der Hand und führte es durch ein großes Tor. Als das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen. Und das Mädchen befand sich wieder oben auf der Welt. Und da saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der eigenen Tochter das gleiche Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam auf die schöne Wiese und als sie zu dem Backofen gelangte, rief das Brot: Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen. Bald kam sie zu dem Apfelbaum. Ach, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Du kommst mir recht, es könnte mir eine auf den Kopf fallen. Auch sie trat in Frau Holles Dienst. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte Frau Holle, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten Tag noch mehr. Da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie schüttelte auch Frau Holles Bett nicht. Da kündigte Frau Holle ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, war statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. Da kam die Faule heim und der Hahn auf dem Brunnen rief: Kikeriki, die schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Tja, das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht mehr abgehen. Gute Nacht.